Also wenn Locarno, das Filmfestival, nicht der Ort, eins kann, dann schöne Bilder zeigen, die andere Menschen auf eine sehr intelligente und schöne Art und Weise fabriziert haben. Und heute haben wir so einen Tag, da haben wir zwei Filme, die unglaublich schöne Bilder, die unglaublich lang stehen, eingefangen haben und versuchen damit zwei sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Ja. Ich habe Cahiers Africains von Heidi Speconia gesehen, der lief hier in der Semaine de la Critique. Es ist ein Dokumentarfilm über zwei Frauen in der Zentralafrikanischen Republik, die 2003 von kongolesischen Rebellen vergewaltigt wurden. Und auf ihre Erlebnisse ist die Regisseurin in einem Schulheft, in dem titelgebenden Schulheft gestoßen, in dem über 300 Leute festgehalten haben, was ihnen damals passiert ist. Und sie hatte eigentlich die Intention, die Geschichte dieser zwei Frauen zu erzählen, wie sie versuchen, Gerechtigkeit zu bekommen, weil der Anführer der Rebellen in Den Haag gerade vor Gericht gestellt wird. Und wie sie quasi ihr Leben jetzt gestalten. Es ist eine Muslima, eine Christin. Doch dann ist ja die Realität dazwischen gekommen, denn die Zentralafrikanische Republik wurde in den letzten Jahren immer wieder von religiösen Rebellentruppen heimgesucht, die Dörfer verwüstet haben, die Menschen getötet haben, vergewaltigt haben. Und diese Frauen sind immer in der Mitte dieses Konflikts, weil sie in einem Viertel in der Hauptstadt leben, das besonders wichtig für die Rebellengruppen ist. Es ist eine Mischung aus der persönlichen und politischen Geschichte. Und ich hätte mir gewünscht, dass ein wenig mehr politische Hintergründe geliefert werden. Denn die Zentralafrikanische Republik ist so ein Land Afrikas, das hierzulande kaum Beachtung findet, während dort teilweise unvorstellbare Gewalttaten stattfinden. Und da hätte ich mir gewünscht, wenn der Dokumentarfilm die Haltung einnimmt, die ihm oft ein wenig vorgeworfen wird, also einfach ein bisschen versucht aufzurütteln. Aber er ist sehr, sehr schön fotografiert. Es gibt sehr schön kadrierte Bilder von den Frauen, von den Leben. Es gibt ein Bild, wie dann die Tochter der einen Frau, die durch die Vergewaltigung gezeugt wird, von ihrer Mutter zurückgelassen wird und mit ihrem roten Rucksack dort auf dem Boden liegt, und die bricht einem fast das Herz, weil dieses Mädchen ja nichts für die Umstände ihrer Zeugung kann. Ja. Und klingt nach harter Kost. Klingt nach sehr harter Kost. Auf eine ganz andere Art und Weise harte Kost ist Angela Schanelecks neuer Film Der traumhafte Weg. Ein Film, der ebenfalls wunderschöne Bilder hat, die in Perfektion kadriert sind und die sie gerne sehr lange hält. Und in diesen Bildern wandeln Menschen in sozusagen fast Slow Motion, also wie in so einem Trance-Zustand, hin und her. Der Film erzählt die Geschichte von Therese und Kenneth im Jahr 84 in Griechenland. Sie ist Deutsch, er ist Engländer, und die beiden verbringen da eine schöne Zeit miteinander und spielen Songs auf der Straße, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Doch dann erfährt Kenneth, dass seine Mutter ganz schön verunglückt ist, und reist sofort ab und lässt Therese sitzen, um sich um seine Tragödie zu Hause zu kümmern. Das bereut er, nach einer Weile kann sie aber nicht mehr zurückgewinnen. Dann gibt es so einen ganz krassen Cut. Und wir sind 30 Jahre später in Berlin. Auch hier haben wir eine Familie, eine Schauspielerin, die beim Fernsehen arbeitet, und ihr Ehemann, der so ein sehr berühmter Anthropologe ist. Die beiden haben ein Kind und eine große Ehekrise, die dann dazu führt, dass der Mann auszieht. Und er zieht so zum Hauptbahnhof in Berlin und sieht dort immer so einen Penner sitzen. Und dieser Penner ist Kenneth aus dem ersten Teil, der übrigens nicht weiß, dass Therese auch nach Berlin gezogen ist. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Irgendwann eines Tages treffen sich die beiden wieder nach 30 Jahren und sehen sich in die Augen. Das klingt jetzt sehr erzählerisch, aber so erzählerisch, wie ich das hier zusammengefasst habe, ist es tatsächlich gar nicht. Es ist ein sehr langes, langsames, ganz klassisch Berliner schulisches quasi Kontemplieren und sich verschiedene Situationen anschauen, die immer so sehr alltägliche Momente sind, in denen passiert nicht allzu viel. Und auch wenn dies von der Geschichtsstruktur her ein sehr emotionaler Film sein könnte, ist er es nicht auf die klassische Art. Also niemand in dem Film zeigt so richtig Emotionen. Die gucken sie ja noch nicht mal richtig an, die Leute. Es wird ja auch alles sehr langsam, es wird auch sehr langsam gesprochen. Genau. Und es gibt sehr viele Detailaufnahmen, gerne so von Händen, die sich kurz anfassen, dann aber auch wieder nicht. Das ist immer so ein
so ein Körper, die sich in einem Raum bewegen und versuchen eigentlich wie Satelliten aneinander vorbei zu sich zu bewegen, die ab und zu aufeinandertreffen, sich kurz treffen, um dann wieder abzuprallen. Also eine hervorragende Kontemplation sozusagen von Körpern und Architektur in dem Sinne und von Raum und Räumlichkeiten. Allerdings ist es so, dass wenn man sich auf die Geschichte konzentrieren möchte und auf die diese Intimitäten, die dort passieren, dann hat man, wie immer bei Schanelek, ein Problem. Und wie erkläre ich das Problem? Es ist faktisch so, sie hat einen sehr, sehr kleinen, durch so ein Nadelöhr, einen Blick auf die Dinge, der ihr sehr gut gefällt und den sie gern ausdrückt. Wenn man sich auf den einlassen kann und auf diese unglaubliche Langsamkeit, kann man sich da, glaube ich, sehr viel rausziehen. Mhm. Ich persönlich bin ja nicht so ein Mensch. Ich kann das nicht. Ich brauche nicht immer alles sozusagen vorgekaut zu haben, aber mit der spezifischen Art und Weise komme ich nicht klar. Und wenn man damit nicht klarkommt, dann passiert mit dem Zuschauer und dem Film das, was mit den Leuten im Film passiert. Man nähert sich irgendwie an, aber man stößt sich eigentlich die gesamte Zeit ab. Und dann wird es eher zu so einer Qual, sich den Film anzuschauen, weil man unglaublich frustriert wird. Ne? Man möchte sich annähern, man möchte was rausziehen, man möchte da was mitfühlen, aber es funktioniert einfach nicht, es klappt einfach nicht. Und deswegen ist das so ein Film, den kann man eigentlich nur Leuten empfehlen, die Hardcore Berliner Schule mögen und die Filme von Schanelek schon kennen und die toll fanden. Weil ich fürchte, dass alle anderen einfach da nicht so richtig Zugang zu finden werden. Ich habe ihn nicht gefunden, hast du ihn gefunden? Nee, auch nicht wirklich, obwohl trotz der schön kadrierten Bilder, die mir wirklich ausgesprochen gut gefallen haben, aber obwohl ich langsam erzählte Filme und ruhige Filme eigentlich sehr gerne mag, ja, fehlte mir dort auch Ansatzpunkt. Es hat nicht gefunkt zwischen genau uns. So, man weiß nicht so ganz, wo man sich einhaken soll, ja, auf so einer menschlichen, emotionalen Ebene. Aber hübsch, unglaublich hübsch. Hilft nur nicht immer, glaube ich. Ja, aber jetzt machen wir das, worauf wir uns schon am meisten freuen. Wir gehen jetzt noch ein letztes Mal ins Kino und gucken uns Filme an, die nochmal so ein bisschen laut und Bums haben quasi, um einen schönen lauten Abschluss zu haben und einen wunderbaren Kreis, der sich schließt, denn wir fangen ja an mit Jason Bourne, genau, und wir hören auf mit einem wunderbaren koreanischen Katastrophenfilm. Ich bin schon sehr gespannt. Ja. Gut, wir melden uns morgen wieder mit den Koreanern in Katastrophensituationen. Mal gucken, wie es uns dann geht. Tschüss. Tschüss.